Willkommen zu einem kleinen Tutorial hier auf unserem Kanal. Ein Abonnent von uns hat sich gewünscht, dass wir mal demonstrieren, wie wir unsere Thumbnails erstellen, und dem komme ich gerne nahe. Ihr seht schon, mein Desktop besteht fast nur aus den Thumbnail-Dateien. Und ich dachte mir, Monster in the World ergibt vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich das jetzt mal öffne, ich benutze am liebsten GIMP dafür, ja, man kann eigentlich jeden Bildeditor verwenden, ist Geschmackssache. Ich mag GIMP A, weil es kostenlos ist, und B, weil ich es gut kenne. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Genau, ihr seht schon, ich habe relativ viel mit Ebenen gearbeitet. Wir haben hier ganz klassisch den Titel als Ebenen. Dann habe ich hier unten noch die Symbole, weil ich finde, die passen irgendwie gut dazu, stammen ja aus dem Spiel. Partnummer. Und dann jetzt hier relativ viel eingefügte Ebenen, und das sind nämlich immer die Icons. Seht ihr hier, warte mal, ich gehe mal auf die Ebene, dass man es gut sieht. Die Icons, die im Spiel auftauchen für die Maestra, ewigen Monster. Ist eine ganz nette Anekdote, glaube ich. Ihr seht, hier sind dann die ganzen anderen drunter. Und dann natürlich hier der richtige Hintergrund. Den Hintergrund mache ich, indem ich mir das Video nehme. Und ihr seht schon, ich wähle jetzt nichts Besonderes aus. Ihr seht, ich wähle nichts Besonderes aus. Ihr hört Leo schon labern im Hintergrund. Das sind einfach nur die Film- und TV-App von Windows 10. Der eignet sich meines Erachtens nach nicht am besten dafür. Ich mag sie einfach, sie ist vorinstalliert. Und dann suche ich mir was raus. Bei Monster Hunter ist es meistens relativ simpel, weil die Monster immer eine schöne Eintrittssequenz haben. Da seht ihr auch schon den ersten Blick, was euch am Mittwoch erwartet für ein Monster. Kommt wahrscheinlich nicht großartig überraschend, deshalb habe ich es auch gewählt. So, jetzt müssen wir bloß ein schönes Standbild finden. Meistens eignen sich die Großaufnahmen wie das besser. Dann nehme ich das einfach auch mal. Ich mache einen Screenshot, wechsle wieder zu GIMP, wähle die vorherige Ebene, sage STRG V und füge es ein. Jetzt muss ich die Ebene noch an die passende Stelle ziehen. Das dauert bei Monster Hunter eine ganze Weile. Ihr seht, wie viel ich runtergehen muss. Und quasi ist das Thumbnail jetzt fast schon fertig. Die Nummer wird noch angepasst über, wie heißt das, Text-Tool. Und natürlich fehlt jetzt noch das Icon. Beim Icon habe ich mir mal schon vorweggenommen, dass ich mir das rausgesucht habe. Die beziehe ich meistens vom offiziellen Wiki. Ist kein großes Ding. Das kommt an die gleiche Stelle wie vorher. Natürlich unter die Nummer gezogen. Den Kuschaller der Ohren packe ich mal weg. Jetzt irgendwie positionieren, dass es nett aussieht. Ist mit dem viel gar nicht so simpel. Vielleicht hier so die Augen zwischen. Ach, keine Ahnung, guckt er hier so an der 3 vorbei. Sieht auch ganz lustig aus. Speichern. Und der GIMP ist als eigene Datei speichert, seht ihr hier oben. Muss es nochmal exportiert werden. Dafür habe ich extra meinen Thumbnails-Ordner und überschreibe einfach Monster Hunter World. Die 3 packe ich davor, weil es am Mittwoch veröffentlicht wird. Damit kann ich es mir dann leichter merken, einfach. Ist angenehmer, und dann ist es auch schön geordnet gleich nach den Wochentagen. Was ich jetzt noch nachgucken muss, ist, ob die Thumbnail-Größe stimmt. Ihr seht, das sind alles die von der letzten Woche. Problem ist, ihr seht 2,07 MB, das ist für YouTube zu groß. Also ziehe ich mir das Bild einfach gleich ins offene GIMP, wähle das Skalieren-Tool, ganz wichtig hier verketten machen. Und erhöhe die Höhe auf 900. Ist die nächst kleinere, gängigere Größe. Und vergesst natürlich, schöne Vorführeffekt. Einmal Enter zu drücken, damit es auch anpasst. Jetzt skalieren. Bild noch an Leinwand an die Ebenen anpassen. Video überschreiben. Und da es ja nur wenig war, was drüber stand, dürfte es jetzt passen. Ja, 1,63 MB ist komplett in Ordnung. Und ihr seht so schon unsere Thumbnail fertig. Geht schön fix. Und ja. So, jetzt eine kleine Vorwarnung. Ich will euch nämlich noch eins zeigen. Gab ja gleich zwei Finale in dieser Woche. Nämlich Ende der 3D World und Metroid Prime. Und ich will jetzt auch noch das erste Thumbnail für morgen erstellen. Nämlich den Nachfolger von 3D World. Wer sich also nicht spoilern lassen will, was jetzt kommt, der schaltet am besten ab. So. Ich gebe mal 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, jetzt. Also, eine komplett neue Thumbnail-Vorlage erstellen. Dafür nehme ich mir meistens die alte Vorlage. Ihr seht, das war auch nur eine Kopie.
Dann seht ihr auch nochmal schön, wie es bei anderen aussieht. Okay, das FSK 18 Logo ist jetzt ein bisschen unnötig, das war nur für den letzten Part. Dann habe ich hier Katzenrosaline, die ganzen Feen, die erstmal rausfliegen. Das Logo lasse ich mal noch drin. Genauso wie den Zahlenwert und pack die ganzen anderen Ebenen raus, bis auf die unterste. So, und dann kommt jetzt die große Überraschung, was uns als nächstes erwartet, nämlich Captain Toad Treasure Tracker. So, dafür brauche ich jetzt erstmal zwei Sachen. Nämlich zum einen das Logo. Da habe ich extra schon nachgeguckt. Seht auch schon mal ein bisschen vom Let's Play. Kleine Vorschau gefällig. Da scheint hier ein schöner Ocean. Einfach einmal reinklicken, bis alles verschwindet. Dabei nicht bewegen, Screenshot machen. Und wieder einfügen. Neue Ebene und die kann ruhig oben bleiben. Weil wir jetzt hier das Logo ausschneiden wollen. Bei mir mache ich das meistens, dass ich das versuche erstmal zu markieren. Erstmal grob mit dem Kasten. Ups, der Kasten war oben zu flach. Und ja, jetzt muss ich mich überlegen, wie ich das im... Ach komm, als ob ich da unten was übersehen habe. Gibt es gleich noch den Modus, dass ich mehr rauswählen kann. Nehme ich einfach noch die Ecke dazu, zack. Genau, am besten glaube ich, nehme ich den Zauberstab und ziehe ab von aktuellen Auswahl. Ihr seht, das klappt ganz gut, dass ich da Großteil der Umrandung mache. Und ihr seht, jetzt ist fast nur noch das reine Logo übrig. Dann muss ich hier noch eine Ecke abziehen. Hier ein bisschen. Da fallen schon mal die ganzen Wolken unten raus. So, eigentlich fast perfekt ausgewählt. Ich zoome mal ein bisschen näher ran noch. Hier hat es aus Versehen noch so ein paar Stellen mitgenommen. Dafür nehme ich das Lasso. Zur aktuellen Auswahl hinzufügen, ganz wichtig. Dann kann ich das einfach einmal so umrunden. Und dann wird es wieder mit aufgenommen. Genauso wie die Elemente hier oben. Ich kann auch eckige Sachen machen, indem ich einfach die Punkte lang klicke. So, gucken wir mal ein bisschen. Sieht alles ganz gut aus, würde ich sagen. Jetzt kommt nämlich der Witz. Ich gehe auf Auswahl und invertieren. Dadurch ist der ganze Rest ausgewählt und nehme den Farbeimer und sage ganze Auswahl füllen. Ist nur noch Logo plus weißer Hintergrund. Und wenn ich jetzt sage Farben in Farbe zur Transparenz, bleibt nur das Logo übrig. Wichtig ist, dass ihr dabei die Auswahl beibehaltet. Ich kann euch nämlich mal zeigen, was passiert, wenn nicht. Wenn ich jetzt nichts sage, also das Logo auch mit ausgewählt ist, verschwindet auch das Weiß und das ist unschön. So, das packe ich an die gleiche Stelle wie vorher, das Super Mario 3D World Logo. Ups, nicht skalieren ausgewählt. Mach das Ding auch nochmal ein bisschen kleiner. Vielleicht so. Das habe ich auch das alte Logo beibehalten, dass ich so ungefähr eine Vorstellung habe, in welcher Größe das vorher war. Persönlich gefällt mir das aber nicht in der Ecke, deshalb schiebe ich es in die hier. Einfach nur pure Geschmackssache. Jetzt brauchen wir noch einen Hintergrund, einen schönen fürs Erste. Und dabei bietet sich meistens das Titelbild an. Weil das ist so zentral. Ansonsten will ich aber euch auch nicht zu viel zeigen, was jetzt im Let's Play passiert. Oder wir nehmen das, das ist doch ganz hübsch. Hier sieht man schon mal ein bisschen was. Wird hier eingefügt. Und wieder hinter alles gezogen, dann kommt die alte Ebene weg hier. Ich schieb das noch ein kleines Stück höher, dann sieht man auch den fiesen Vogel. Genau, jetzt müssen wir noch die Zahl anpassen. Natürlich ist das Part Nummer 1. Ich finde, das Gelb passt aber nicht ganz so gut zu Captain Toad. Ich glaube, noch ein Werkzeug hier. Die Farbpipette, damit kann man Farben auswählen. Und ich glaube, ich nehme hier das Rot aus Captain Toads Kopf. Dann gehe ich wieder zum Schrifttext. Klicke hier in das Farbsymbol. Ah, wird
Wohl, das ist es, glaube ich. Ein bisschen dunkler. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt auf OK gehe, dürfte es wieder drin sein. In der Farbauswahl. Ja, da ist es. Zack. Ja, Farbe gefällt mir. Die Position packe ich hier unter die Ecke. Das kann man natürlich für jeden Part einzeln anpassen. Hier passt es jetzt ganz gut dazu. Ganz fertig bin ich aber noch nicht. Denn ich will das auch noch ein bisschen schmücken, sonst sieht es ein bisschen leer aus. Was ist das da für ein grüner Fleck? Der gehört aber mit zum Thumbnail, ja. Und zwar habe ich meine kleine Schwester gebeten, dass sie uns den kleinen Nightmare als Captain Toad zeichnet. Was sie in sehr großer Auflösung gemacht hat. Lass mal ein bisschen kleiner ziehen. Dass wir überhaupt was sehen. Meine Schwester ist übrigens für all die ganzen Zeichnungen von den Hasen verantwortlich. Nochmal ein großes Dank an sie hier in dem Video. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder den weißen Hintergrund wegmachen. Wenn es ein einfarbiger Hintergrund ist, ist es meistens ganz angenehm. Dann kann man direkt den Zauberstab hier nehmen. Und klickt den weißen Hintergrund ein. Dann geht man wieder auf zur aktuellen Auswahl hinzufügen, weil zum Beispiel das da nicht getroffen wird. Da macht immer nur zusammenhängende Sachen. Jetzt habe ich den weißen Hintergrund ausgefüllt, kann direkt zur Farbe zur Transparenz ausgewählt, kann zur Farbe zur Transparenz gehen und weg ist der Hintergrund. Auswahl nichts. Und dann haben wir hier den kleinen Captain Knight. Der ist mir aber noch zu groß persönlich, also noch ein bisschen kleiner ziehen. Vielleicht so. So perfekt, dass der Vogel zwischen seinen Öhrchen ist. Schauen wir es uns mal an. Gefällt mir persönlich ganz gut. Jetzt ist die Seite natürlich ein bisschen leer, aber das unterscheidet sich ja von Part zu Part. Obwohl, mir eigentlich ist es mir zu leer. Dann packe ich den kleinen Knight erstmal hier nach oben. Oder nee, hinter Captain Toad, genau. Dann ist doch dieser komische grüne Fleck bedeckt. Na dann, Captain Toad und Captain Knight retten den Tag. Das seht ihr dann morgen. Freut euch schon mal drauf. Ich speichere es kurz. Erstelle noch das Bild. Ist aber natürlich nicht 3D World. Ist Captain Toad. Also dann wisst ihr, worauf ihr euch morgen freuen könnt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt, postet es einfach in die Kommentare. Ich beantworte die Fragen gern, wisst ihr ja. Also dann macht's gut und viel Spaß beim selber erstellen. Ciao!